Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen alten Projekt von Osiris New Dawn, und zwar jetzt singlemäßig. Ich werde mich jetzt immer selber damit befassen, weil es wieder ein Update gab, heißt es für mich, wieder von null theoretisch anzufangen. Deswegen werde ich jetzt Singleplayer starten und werde es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, was man eben halt hier wählen kann, entweder UNE oder Outlander. Die haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ich glaube, ich nehme mal den. Oder? Ja, Outlanders. Also wir haben immer UNE genommen. Davon kann man immer noch nichts wählen. Also nur den, alles klar. Dann bauen wir uns den nochmal zusammen. Das sind schon ganz gute Farben, oder? Also. Ja, so gefällt er mir irgendwie besser. Random Name oder direkten Name. Es ist eigentlich egal, wie ich heiße, denke ich mal. Planeten, Staaten, Universum. Oh. Zoom. Ja, das ist eigentlich unerheblich, das eigentlich auch. Ich werde mir das aber ein bisschen leichter machen. So. Also ich muss mir das einfach leichter machen, weil ich ja wieder alleine unterwegs bin. Und ich weiß noch nicht, wie die Balance ist. Deswegen werde ich das einfach mal testen. Die letzten Male hatten wir das so. Da war es eben halt so, dass wir es ein bisschen schwieriger hatten und so weiter. Und wir sind ja fast immer nur gestorben. Und jetzt bin ich alleine unterwegs. Und irgendwie hat der X-Hider ja immer sehr viel mehr gemacht und so weiter. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall... Das ist sozusagen die letzte Staffel von dem, was ich jetzt mache. Und ich hoffe, ich werde ein bisschen überleben, ein bisschen was schaffen. Und ein bisschen die Welt sozusagen erkunden. Und dann können wir auch mal direkt starten. Da sehe ich schon meinen Roboter. Ja, aber erstmal umsehen hier. Okay, Survival Kit. Okay, man kriegt schon mal andere Sachen jetzt. Warte mal, was war das für eine Taste? Genau. So, einmal. Oh, ich hätte auch Take All sagen können. Geil! Ja, Intelligenz lässt grüßen. Also ich bin schon ein bisschen raus. Ich habe jetzt 2, 3 Wochen habe ich jetzt auch nicht gespielt gehabt, glaube ich. Direkt mal die Waffe ausrüsten. Zack, Multitool. Oh, das brauchen wir nicht so wirklich aktiv. So, ein paar Sachen hier, ein paar Sachen da habe ich ja schon mal. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich in etwa bin. Da sind die Gummibäume. Das sind glaube ich die Bäume mit den Beeren. Da hinten sind schon Wolken und so weiter. Ich sammle den am besten erstmal ein, bevor ich jetzt hier weiter gucke. Fleck. Also er soll mir rechts decken, damit ich hier erstmal sicher unterwegs sein kann. Um Sachen schon mal grundlegend zu sammeln. Aluminium ist hier. Erstmal gucken, wo wir überhaupt hier was Gerades hinfinden oder so, wo wir bauen können. Meint er, das reicht hier schon? Das müsste doch reichen hier, oder? Ansonsten bauen wir so noch weiter aus.
So, dann direkt mal gucken hier, dass wir alles abbauen und so weiter. Oh, ein bisschen nervös, ein bisschen. Aber nicht viel, nur ein bisschen. Absolut nervös. Okay. Gucken wir uns um. Gucken wir uns um. Kommt irgendwas? Kommt irgendwas? Sieht nicht danach aus. Gut, dann weiter. So, Magnesium. Sehr, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau das brauchen wir dann gleich auch um Metall und so weiter. Achso, das war meiner. Ich. Boah. Voll panisch hier. Wow! Genau deswegen, genau deswegen. Wieso kann ich, während ich springe, nicht meine Waffe ziehen? Ist doch kacke, ist das doch. Roboter, schieß! Ich hoffe, hinter mir ist nichts. Oh. Okay, drei erstmal wieder verarzten. Oh, was hier in der nächsten Panik hier schon. Plutonium gekriegt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, und hier werden wir. Genau wegen meinem Roboter werde ich wahrscheinlich hier noch einen Herzinfarkt kriegen. Bauen! Wir bauen, wir bauen, wir bauen, wir bauen, wir bauen mal. Wo ist denn der Eingang da? Wir bauen den hier in den Hügel so rein. Wenn das sich denn bauen lässt und auch reingehen lässt und sowas. Dann können wir nämlich die gerade Fläche für unser Habitat und so weiter nutzen. Das ist doch schon mal eine sehr gute Sache. So. Dann direkt mal hier anklicken. Oh, wir haben einen Computer. Hm. So, dann gucken wir dann direkt mal. Wir hätten auch ein paar Sachen bestimmt schon für eine kleine Kiste oder so. Wo waren das nochmal? Wir müssen ja echt zusehen, dass wir hier alles gebaut kriegen. Wir brauchen erstmal für draußen. Es gibt auf jeden Fall neue Sachen, meine Lieben. Und Wände gibt's auch. Ey, geil. Ich glaube, wir müssen doch nochmal dann mit dem X-Sider hier. Eine Landmine, ich werde bekloppt. Okay, wir brauchen Aluminium. Wir sind sonst zu schwer. Aber so wie es aussieht, entweder ein riesen Stein kommt hier rüber oder es ist einfach gerade jetzt die Zeit, wo es dunkel wird. Oh, Aluminium. Da haben wir schon das Aluminium. Wunderbar. Versuchen wir trotzdem nochmal kurz das andere alles abzubauen, bevor ein Gegner kommt. Sehr schön. Ich bin gespannt, ob hier nochmal respawnt. Hier mit dem Basismaterialien. Wäre ja echt cool, oder? So, dann versuchen wir mal dicht hier an der Ecke einfach bei dem Ding zu bleiben mit dem Bauen. Können wir alles besser im Auge behalten. Obwohl. So ist eigentlich ausreichend. Alles gerade friedlich. Ich bin mal gespannt, ob ich die erste Nacht überhaupt überlebe. Das ist bei mir ja immer so eine Frage. So, dann hau ich das erstmal rüber, damit ich das auf jeden Fall hier raus habe. Falls ich nämlich sterbe und meine Leiche nicht wieder kriege, habe ich die Ersatzwaffe sozusagen. Das Essen und das Trinken brauche ich zurzeit hier auch nicht. Verbandssachen und so weiter hau ich auch. Brauche ich auch zurzeit nicht. Die Rohstoffe ist das Einzige, was ich zurzeit brauche und deshalb mal kurz hochschieben, sonst verliere ich das aus den Augen und wundere mich, warum ich so schwer bin. So, sonst haben wir nichts. Alles klar, dann nächstes ist die Schmelze und zwar brauche ich dafür Titan. Aluminium, Basis. Also entweder die fortgeschrittenen Rohstoffe brauche ich oder direkt Titan. Wo ist mein Roboter? Da, okay.
Ich überlege, ob wir. Ja, wir rennen mal dahin. Aluminium und Iron. Ja, holen wir erstmal Aluminium. Wir brauchen das sowieso in Riesenmenge. Auch wenn ich, glaube ich, noch gar nicht so viel tragen kann. Ich muss mal gleich aufpassen, dass wir nicht wie schon wieder. Ah, du bringst mir noch in den Wahnsinn hier. Aber irgendwo habe ich hier noch was gesehen. Ach, egal. So, dann gehen wir mal weiter. Das hier ist Iron. Ein bisschen Schießen üben müssen wir ja auch noch. Komm, komm, komm. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Coole Sache. So. Basismaterial. Also wir haben hier auf jeden Fall jede Menge Basismaterialien in der Nähe. Und ich glaube, ich habe was gesehen gehabt. Hammerbasis. Der Roboter, der ist sehr aktiv. So. Wir kriegen ja auch dafür durch Level-Erhöhung, also. Oh, wie kommt der denn angeflitzt? Oh, nee, der haut ab. Okay, dann, da haben wir doch was. Das wollte ich haben. Jetzt müsste der Gegner aber auch hierher kommen, sobald ich das angefangen habe abzubauen. Nein, nicht runterrutschen. Titan. 5 Titan. Da ist er. Wow. Komm. Yes. Den haben wir. Naja, dann hauen wir wieder ab. Ich mag das dunkle Zeug nicht. Da kommen manchmal so aus dem Nichts auch Gegner raus. Deswegen lassen wir das einfach mal aus. Aluminium, Magnesium. Level up. Hey, ja, ich weiß, ich bin zu schwer, bla bla. Komm. Wupp. Wo ist er, oben oder unten? Hä? Ach, da. Alles klar. Komm. Ah, verdammt. Wenn ich so einen Slalom hier, direkter Angriff ist immer die beste Methode. Naja. War. War mal, ne? So, holen wir das Aluminium. Und dann nach Hause. Das müsste irgendwo in diese Richtung sein. Oder? Ich glaube zumindest, das war irgendwo in die Richtung. Doch, das muss irgendwo hier in die Richtung sein. Da ist das Zuhause. So ungefähr da, wo der Spawnpoint oben links uns anzeigt, wo wir hin müssen. Da in etwa müssen wir dann hin. Okay, gut. Okay, jetzt, was wollten wir bauen? Ach ja, die Schmelze müsste jetzt baubar sein. Yep. So, bauen wir direkt da ganz dicht dran. Zumindest so dicht, wie wir können. Zack. Dann gucken wir mal kurz. Wir können hier 10 Punkte schon verteilen. Sehr cool. Level 3 sogar schon. Hohoi. Fortitude. Leben. Geschwindigkeit. Ja, Geschwindigkeit ist gar nicht mal so schlecht. Ah,
Ja, mehr tragen ist auch nicht schlecht.